Mediation, also Konfliktbegleitung und Konfliktvermittlung, ist eine hochinteressante, wunderbare Tätigkeit, die Einblicke in zwischenmenschliche Zusammenhänge, Lebens- und Arbeitsprozesse gibt, die wir in kaum einem anderen Beruf in dieser Form kennenlernen können. Eine Mediationsausbildung kommt für externe Berufsträger, also Selbstständige, Berater in Frage, insbesondere Rechtsanwälte, Mediatoren, Coaches, also die schwierige Gespräche begleiten und im Wege einer Mediation auch zu einer Lösung führen sollen, als auch für interne Organisationsarbeiter, die als Arbeitnehmer innerhalb einer Organisation zum Aufgabenfeld eben schwierige Gespräche führen müssen oder begleiten sollen. Also Betriebsräte als gewählte Vertreter der Belegschaft, im Personalbereich, Personalentwickler oder auch besonders Beauftragte, also Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel, deren typische Aufgaben eben auch sind, schwierige Gespräche zu begleiten. Also wenn sich jemand für die Ausbildung Mediation hier bei INCOFEMA interessiert, dann werden wir meistens kontaktiert per E-Mail und wir bieten unter anderem Informationsabende hier vor Ort an oder aber auch individuelle Telefonate oder Zoom-Gespräche, die gehalten werden, wo wir auch nochmal informieren, ne, was ist das Ziel der Ausbildung, welchen Umfang hat die, welche Investitionen werden geleistet und welchen Mehrwert kann das auch zukünftig für das Arbeitsfeld haben. Ein besonderes Tätigkeitsfeld eröffnet sich für Mediatoren in und mit Organisationen. Also in sogenannten Organisationsmediation, weil dort neben der Konfliktklärung zwischen den konkreten Streitparteien auch noch die Interessenlage der Organisation mitbeachtet werden muss. Ich finde den Aufbau klasse, weil wir so viele Rollenspiele machen, viel in Fälle reingehen und wir immer einen Beobachter haben, der die ganze Situation, die wir spielen, beobachtet und dann gut reflektiert. Und das finde ich super, weil man ganz viel Input bekommt. Eine Besonderheit unserer Ausbildungsgruppen, auf die wir stolz sind, betrifft die Menschen, die an unseren Gruppen teilnehmen. Das sind regelmäßig Menschen aus den unterschiedlichsten Organisationen, also aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen. Sie haben die unterschiedlichsten Professionen und Ausbildungsberufe gelernt. Sie haben unterschiedliche Geschlechter in einem guten Mischungsverhältnis von jung und alt, sodass wir auch einen vielfältigen Blick auf die Arbeitswelt vornehmen können in den Ausbildungsgruppen und können daran dann reflektieren, wie Konfliktdynamiken, Konfliktthemen und auch Konfliktauflösungen, also nachhaltige Lösungen auch möglich werden. Also ich kenne Sascha schon eine ganze Weile von LinkedIn. Und ich wollte schon lange mit Sascha zusammenarbeiten, weil ich kannte ihn auch aus seinem Podcast und dachte, das ist jemand, von dem ich bestimmt eine Menge lernen kann. Und das hat sich dann während der gesamten Mediationsausbildung auch nur bestätigt. Also ich bin sehr begeistert von dem, was ich hier lerne. Und auch abgesehen von den Inhalten auf der Sachebene, bringt mir sein Blickwinkel sehr viel für meine Arbeit in Organisationen. Methodisch zeichnet uns aus, dass wir das Wissen, das Menschen benötigen, wenn sie Konfliktklärung und Mediation durchführen, in einem Elementesystem aufbereitet haben. Das Elementesystem der Mediation vereinigt, ganz ähnlich wie das Elementesystem der Chemie, die Grundbausteine, die benötigt werden, um eine gute, komplexe Mediation durchzuführen. Es lohnt sich nicht, mit einer linearen Vorstellung von Schritten, die abgelaufen werden müssen, eine Mediation anzusetzen und durchzuführen. Wir müssen als Mediatorinnen und Mediatoren flexibel sein, aber auch standfest. Und dafür bedarf es Wissen aus unterschiedlichsten Disziplinen. Nicht nur Juristerei und Psychologie, auch Sozial- und Organisationswissenschaften spielen eine Rolle. Wirtschaftliche Zusammenhänge oder auch sozialfamiliäre Zusammenhänge. Und dieses Wissen muss aufbereitet werden, dass es zum richtigen Zeitpunkt abgerufen werden kann. Und das ist mit unserem Elementesystem möglich.
Im Laufe der Jahre hat sich so eingespielt, dass wir so einen ganz chronologischen Ablauf haben, also vom Erstkontakt mit den Interessierten, der immer wieder persönlich abläuft, und dann geht das so über, dass dann sich das Ganze konkretisiert. Kurz vor der Veranstaltung, vor dem ersten Modul, werden wir einen Ordner raussenden, der personalisiert wird, der alle notwendigen Unterlagen enthält, wo schon mal ein erster Einblick gegeben werden kann. So können sich die Interessierten oder die Ausbildungsteilnehmerinnen, die zukünftigen, schon mal vorab informieren. Begleitend zur Ausbildung hier an den Präsenzmodulen werden wöchentlich Kursbriefe an die Teilnehmer versandt per E-Mail. Und die sind so aufgebaut, dass sie linear die Ausbildung begleiten. Das heißt, die Themen, die hier vor Ort besprochen werden, spiegeln sich auch immer wieder in den Kursbriefen wieder. Es gibt noch das Lernmanagementsystem, wo die Karteikarten veröffentlicht sind. Dort kann man sich alle Karteikarten noch runterladen, anschauen, darüber hinaus auch noch Informationen erhalten. Wir haben auch Fragebögen und Quizze dort veröffentlicht, sodass die Teilnehmerinnen auch schon während der Ausbildung ihren Wissensstand überprüfen können und schauen können, okay, wo brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen, und das auch hier in die Präsenzkurse mit einbringen können. Der letzte Tag in der Ausbildung ist ein ganz besonderer. Dort wird der Abschluss gefeiert und die Teilnehmer gehen mit einem lachenden und weinenden Auge aus der Ausbildung heraus. Zum einen, weil natürlich die Ausbildung geschafft ist, ein halbes Jahr harte Arbeit liegt hinter einem. Andererseits aber auch mit einem weinenden Auge, weil sich natürlich eine Gruppe gebildet hat mit allen Höhen und Tiefen. Das hat natürlich zusammengeschweißt und ermöglicht Synergien für weitere Zusammenarbeit. Wer seine Konfliktvermittlungs- und Konfliktklärungskompetenzen stärken und professionalisieren will, ist bei uns an der richtigen Adresse. Ob nun als Angestellte in einer Organisation oder als auszubildende Mediatoren oder auch als schon ausgebildete Mediatoren, die sich fortbilden und ihre Kompetenzen vertiefen wollen.